Und damit hallo und recht herzlich willkommen zu meinem weiteren Pack-Opening. Ich bin Luxo und ich würde sagen, wir öffnen mal hier noch 15 Packungen von Das Flüstern der alten Götter. Oh, schütteln wir mal kräftig. Beim letzten Pack-Opening hatten wir ja nun mehr Glück. Da war in der letzten Packung noch Harrison Jones drin. Und wir schauen einfach mal, was wir hier haben. Gleich in der ersten Packung eine legendäre Ned der Dunkelfischer. Cool, von Ned Pegel. Zu Beginn seines Zuges besteht eine Chance von 50%, dass euer Gegner eine zusätzliche Karte zieht. Ey, wie geil ist das denn? Das Ding könnte man theoretisch bei Milrook oder Mildred ganz cool einsetzen. Damit kann man dem Gegner die Hand schneller vollspielen. Das ist theoretisch richtig geil, die Karte. Ich glaube, die werde ich dann auch einsetzen. Für 2 Mana kostet die ja nichts. Und der Gegner wird sie erstmal nicht zerstören. Bam, wie geil. So, weiter geht's. Kann ja nur noch besser werden. Theoretisch unter 15 Packungen hat man ja bloß eine legendäre. Die Kriegerkarte ist cool, die hatte ich auch noch nicht. Und was mit dem Mage? Mage ist ja mein Liebling. Friert einen zufälligen Feind ein, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Ja, okay, kann man bestimmt machen. So eine Ansichtssache, weiß ich jetzt nicht, ob man es so findet oder nicht. Eine seltene noch dabei. Vernichtet alle Diener mit 2 oder weniger Angriff. Die haben wir auch schon mal für den Priester. Ja, sehr geil, nett. Gefällt mir sehr gut. Die werde ich mal, wie gesagt, versuchen in meinem Milrook und Mildred Deck mit einzusetzen. Oh, eine Epic ist auch nochmal mit dabei. Todesröcheln ruft einen gesichtslosen Vernichter 5-5 herbei. Oh. Ist natürlich sehr, sehr fett. Geile Karte und für alle Klassen auch noch. Cool, das freut mich so. Und nochmal kräftig schütteln. Die erste Packung war ja freigeschüttelt, das legendäre. Mal gucken, vielleicht haben wir sehr, sehr viel Glück und haben noch eine sogar dabei. Was ich zwar nicht glaube, was allerdings aber auch nicht schlecht wäre. Also ich würde mich freuen. 2 Legendaries wäre ja mal richtig fett. Aber das hatte ich bisher erst ein oder zweimal, glaube ich, in meinen Pack-Openings in den ersten mit. Da waren ja Gruul und Mal'Ganis, glaube ich, sowie Erzmagier Antonidas und Dr. Boom oder irgendwie so. So, schauen wir weiter hier. Golden und selten, was sehr schön. Kann nur angreifen, wenn euer Held in diesem Zug angegriffen hat. Das heißt, es muss eine Klasse sein, wahrscheinlich mit einer Waffe, gehe ich von aus, weil die Hero Power zählt ja dazu nicht. So, weiter geht's. Wir haben noch 8 Packungen vor uns. Und wir wollen mal hier nicht trödeln. Fangen wir mal von der anderen Seite an. Ah, den zerstörerischen Ghoul haben wir jetzt zigmal bei gehabt. Und hier, der Jünger des Zitun ist ganz cool. Den habe ich erst einmal. Und ein zweites Mal ist in meinem Zitun-Deck für den Priester gar nicht mal so verkehrt. Weil, ich meine, das ist nur eine 2-1er Karte, aber er verursacht 2 Schaden. Und pusht unseren Zitun um 2-2. So, fügt einem Diener 4 Schaden zu. Überladung plus 1. Ja, gut, kann man machen, muss man aber nicht. Die Karte hier ist auch relativ cool. Und hier die Zituns auserwählt ist auch eine super Karte mit Gottes Schild. Und pusht den Zitun. So, was haben wir denn hier noch dabei? Oh, ich freue mich ja so, ich freue mich so. Oh, Zwielicht-Flammrufer. Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Ist cool gegen Rush-Decks auf jeden Fall. So, weiter geht's hier mal. Kräftig schütteln, kräftig ihn abschütteln. Hier, komm schon, komm schon, komm schon. Na los, eine legendäre wird da noch dabei sein. 2 seltene. Was haben wir da? Okay, die habe ich schon ein paar Mal. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse. Erhält plus 1 für jedes zerstörte feindliche Geheimnis. Ist cool, aber man weiß ja immer nicht, gegen was man antritt, von daher weiß ich nicht. Vernichtet einen eingefrorenen Diener. Und die Karte hier ist auch ganz cool, der Apotheker des Kults. Für jeden feindlichen Diener 2 Dings zu kriegen, 2 HP. Verleiht einem Diener plus 1 für jedes eurer Totems. Kann man machen, wieso nicht? So, los, mal gucken, ob wir noch was dabei haben. Oh, noch eine Epic, sehr, sehr cool. Sportkampfschrei, okay, den habe ich schon mal. Der kriegt ja ein Leben für jeden gegnerischen Minion. So, 3 Packungen noch mit dieser hier. Oh, den Wurm haben wir jetzt auch zigmal bei gehabt, genauso wie den zerstörerischen Ghoul. Was ist denn hier heute los? Das gibt's doch nicht. So, vorletzte Packung. Dann haben wir auch wieder 15 Packungen geöffnet. Na, werden wir nochmal Glück haben? Oh, Verdammnisrufer ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Alleine da, dadurch, dass wenn Zetun gestorben ist, wir ihn dadurch wieder berufen können. Wieder rufen können. So rum. Egal, wo er sich befindet, mischt ihn in euer Deck, falls er tot ist. Das ist eine sehr, sehr coole Karte. So, und die letzte Packung. Die letzte Packung. Dann haben wir wieder 15 Packungen durch.
Bam, mal gucken. Nichts, 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 nichts. Fangen wir mit der Rare-Karte mal an. Ja, gut, das verdorbene Ritual habe ich schon. Combo hält plus 1 kann man machen für ein Mana. Sollte das Ding eine 2-3er-Karte werden, ist es ganz in Ordnung. So. Selbe Spiel wie immer, wir gehen mal in die Sammlung, entzaubern den ganzen Spaß. Mal gucken, diesmal dürften es ja nicht ganz so viel werden. 350 beim letzten Mal waren es eine 600, 620 oder sowas. Das waren aber auch Klassik-Packungen von Klassik-Karten, habe ich einfach definitiv mehr. Flüstern, die alten Götter waren noch nicht so oft jetzt. Und, ups. Ja, sollte euch das Pack-Opening gefallen haben, hier haben wir ein zweites Mal bekommen. Gerne ein Däumchen da lassen, was Nettes in die Kommentare schreiben. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich werde hier noch die Karten weiter abdecken, sodass sie da oben nicht weiter angezeigt werden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.